Willkommen zurück zu Weiß zu tun weiter. Beim letzten Mal war ich auf der Suche, wie ich denn dahin komme. Und nach weiteren Runden gucke und nachdem ich rumgeguckt habe, habe ich dann im Internet nachgeguckt und wenn meine Recherche richtig ist, dann kommen wir hier erst zu einem späteren Zeitpunkt hin. Yay. Okay, ja gut. Das heißt, wir haben jetzt so in letzter Zeit so ein bisschen Zeit verschwendet, einfach nur, um da irgendwie hinzukommen. Hallo, ich will da. Da, so. Jetzt düsen wir halt zum anderen Lager hin zurück. Und versuchen dann mal an anderer Stelle so ein paar Sachen einzusammeln, die wir halt noch so haben wollen und so. Und dann geht's dann so langsam ins geothermale Tal des Todes. Des Todes. Und so. Ne, man kennt das ja. Soll ich jetzt hier wieder punktgenau springen? Tue ich natürlich nicht. Yay. Eine Minute gerade rum vom Let's Play und ich bin wieder tot. Hallo, ich bin Mammut LP. Ich sterbe oft. Ne? So. Jetzt, würde ich sagen, nochmal eben schnell hier zurück ins Glück. Zurück nach da, wo ich hergekommen bin. Auf den schnellsten Weg, den ich hier so finden kann. So. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier zum Lager und dann teleportieren wir uns ein Stückchen weiter. Wir machen eine Schnellreise, wie auch immer. Ne? So, hallo, kleines Lagerfeuer. Scheiß Dose. So. Immer sind diese Dosen im Weg, die sind einfach überall. Schnelle Reise nach. Das müsste. Wo ist denn das? Geschützter Grat? Könnte sein, ne? Ist das da? Vielleicht. Wir gucken mal. Wir reisen mal hin und gucken mal, ob das da ist, wo ich meine, wo ich hin will. Ich weiß es nicht. Aber ich drücke mir selbst einfach mal die Daumen, dass ich da jetzt nicht ganz so verkehrt liege. Das wäre schön. Ich hätte es halt wirklich gedacht, dass wir halt sämtliche Orte irgendwie schon so ein bisschen mehr bereisen können, als wir es jetzt tatsächlich getan haben. Aber naja, so kann man sich irren, ne? Naja, was soll's, ne? Ist halt wie es ist. Ach, das ist hier. Ja, nee, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich wirklich nicht hin. Dann ist es doch der gefrorene Kamm, oder? Oder Klamm. Wie auch immer. Ich bin mir unsicher. Immer diese tollen Ladebildschirme hier. Sollte mir angewöhnen, für die Zukunft vielleicht auch für Spiele, die einen wirklich langen Ladebildschirm haben. Gerade halt, wenn ich irgendwie Konsolenspiele spiele. Und ey, wie was Witziges nebenher einzublenden. Keine Ahnung, ich mache mir mal nur eine Notiz. Dass ich vielleicht mal für die Zukunft an sowas denke, dass ich irgendwas Spaßiges zur Belustigung so nebenher mache. Genau, hier wollte ich hin. Hier haben wir nämlich einmal hier ein Relikt und Zeug und Gedöns. Das ist irgendwo da hinten. Mal sehen, ob wir da auch wirklich hinkommen. Wenn Lara sich ganz elegant hier durchschlängelt. Elegant, wie sie nun mal ist. Wie graziös sie sich durch die Gletscher bewegt. Was wird denn das? Das war eigentlich jetzt schon in Steine reingehauen, wo sie gar nicht das machen soll, aber gut. So, da ist eins meiner Relikte, die ich suche. Da wollen wir hin. Da bröckeln auch zum zweiten Mal schon Steine runter. Das ist ja toll. Gut, gucken wir mal. Ach, hier sind wir?
Im Bereich von Baba Yaga oder was? So ein bisschen, ne? Ist ja kurz davor. Wenn ich mich nicht irre. Na, mal gucken. Da sehe ich aber schon, wie ich zu dem einen Relikt hinkomme. Das tut mich auch heute sehr. Da oben muss ich hoch. Ja, okay. Jetzt kann ich endlich da runter. Ich habe keine Ahnung. Ach, das habe ich glaube beim letzten Mal gemacht, ne? Bin ich das dann kompliziert angegangen? So, hier wollen wir einmal rüber. Um dann hier hinten zu einem Relikt zu gelangen. Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Aber es wurde verändert. Oh, es gibt Ketten dran. So, das war das. Dann gehen wir hier weiter. Das ist da hinten. Liegt ja fast auf dem Weg. Hallo? Ach so, das kannst du nicht. Ach so, er sagt das doch. Weißt du, wird extra ein Icon davon gezeigt, hey, spring hier an das Seil ran. Aber kann sie gar nicht, weil sie gar nicht so hoch springen kann. So. Ist hier dasselbe nochmal. Ich glaube, vorher habe ich mich da runterfallen lassen, habe mich dann daran gehangelt, um dann hier hinzuspringen, ne? Ist möglich. Ist ja einfach mal so ein Relikt mitten auf dem Weg liegen gelassen. Was ist denn mit mir kaputt? Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Ich nenne es Priesterschal. So, dann haben wir hier irgendwo eine Forschertasche. Ist hinter uns. Ich wäre jetzt weitergegangen. Instinktiv. Hut liegt auch mitten auf dem Weg. Habe ich auch liegen lassen. Karte aktualisiert. Geheimnis entdeckt. Aha. Zwei Überlebensverstecke. Und hier haben wir irgendwo ein Dokument. Gucken wir mal, ob ich das so finde. Nicht so. Das wäre da drin. Okay. Das Überlebensversteck wäre auch hier irgendwo, ne? Da. Das eine zumindest, das in der Nähe ist. Haben wir ein bisschen Leder. Das ist Wind, Lara. Sowas kennst du nicht. Obwohl, du kennst das eigentlich besser als ich. So, dann haben wir hier das Dokument. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. So, und dann haben wir jetzt hier noch ein Überlebensversteck, das da hinten weiter ist. Und dann kommen wir hier auch schon wieder weg erstmal. Ne? Das war ein relativ erfolgreicher Trip. Und dann kommen wir endlich ins geothermale Tal. Ja. Dann bin ich jetzt erstmal so einigermaßen besänftigt. Auch wenn uns natürlich hier das eine Ding fehlt. Das eine halt. Wie gesagt, da kommen wir halt noch hin. So. Und jetzt kann ich keine Schnellreise hier wegmachen, ne? Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie irgendwo rumklettern, oder? Ich könnte das hier nehmen. Und ich bin wieder hier. In anderer Menschen ihr Revier. So. Und wir gehen wieder zurück. Yay! Ich hätte auch da weitergehen können, ne? Wäre vielleicht ein bisschen kürzer gewesen zum nächsten Leuchtfeuer.
Sag immer Leuchtfeuer. Verdammt, wo muss ich denn jetzt hin? Links? Rechts? Geradeaus? Ich hab keine Ahnung. Nicht da lang. Okay. Dann gehen wir weiter zum nächsten Ding. Oder? Und ich nur da lang muss. Ich konnte halt leider dann die Kamera nicht weiter drehen. Sowas liebe ich ja. Ist halt nicht dafür vorgesehen, dass man hier zurückgeht, ja? Ist in Ordnung. So, ist es noch weit? Ja, so ein bisschen. Es ist weiter, als mir lieb ist. Hep. Ist es das? Ist es nicht. Verdammt. Wenn du nur mal eben schnell irgendwie weiter willst, ne? Furchtbar. Furchtbar. Einfach furchtbar. So, und hier geht's ja in Baba Yagas Gebiet. Da ist das Leuchtfeuer. Oder Lagerfeuer. Ich sag immer Leuchtfeuer. Ich bin so Dark Souls geschädigt einfach, ne? So furchtbar. Okay. Lass jetzt mal endlich von hier weg. Hier ist ja nichts mehr. Hier fehlen uns ja noch die zwei Dinger, die wir noch nicht holen können. Hier fehlt so ein Zeug, das wir noch nicht holen können. Aber das haben wir auch schon relativ gut abgeschlossen. So, dahin wollen wir, ins Talgehöft. Bitte, unbedingt. Wäre schön. Wäre total knorke. Dann kommen wir jetzt endlich mal mit der Hauptstory auch ein bisschen voran. Endlich nach gefühlten 3 Stunden umherwandern, Zeug einsammeln. Könnte auch viel gewesen sein. Auf jeden Fall zu viel. Ne? Einigen wir uns auf zu viel. Ne? Und dann helfen wir mal endlich den Einheimischen und Jacob und seine Tochter, dessen Namen ich vergessen habe. Sophia, genau. Steht ja da. Ja. Und dann mal gucken, was uns in diesem tollen neuen Tal alles erwartet. Erstmal actiongeladene Musik. Hallo. Guten Tag. Naja, das sage ich jetzt mal lieber nicht, ne? Okay, was haben wir denn hier? Vielleicht sehe ich auch gleich hier irgendwo Herausforderungen, die man machen soll oder so. Da haben wir Zeug, das ich kaputt machen könnte. Wenn ich jetzt eine Bombe hätte, dann wäre das alles kein Problem. Aber habe ich nicht. Ein Hühnchen. Die gehören nicht zur Challenge. Alles klar. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Okay. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Ja, aber Freiheit ist halt was Schönes, ne? Zumindest eine Welt, die man halt so nicht kennt. Bis man dann in dieser Welt sich befindet und merkt so, früher war alles besser. So. Okay.
Kann ich Kürbisse zerhauen hier? Nein, kann ich nicht. Oder kann ich vielleicht schon? Ich weiß nicht. Ja, kann ich zerschießen, aber gehört nicht zu einer Challenge. Schade.